Eine Rede. Halt dich kurz. Aber es soll zu eurer Orientierung dienen. Alles gut. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, präsentiert von der Bogensportwelt und von mir. Ich bin der Thomas, wir sind heute im grandiosen Elmstein. Lokal ein legendäres Turnier. Ne? Hier ist richtig schön steil. Hier wird die Hänge hoch und runter gerutscht und geschossen natürlich. Das ist großartig. Wir haben heute Spezialthema Federform für 3D. Gunter, war der hier? Ja. Nee, ist 5. 5-0. Ich habe dabei zwei verschiedene. Und jeder in der Gruppe, das ist das Schöne, hat andere Federform. Reden wir nachher mal drüber. Und wir suchen im Prinzip eine Feder, die auf kurze Distanz schon sehr gut stabilisiert und auf lange Distanz nicht zu stark bremst. Einmal 10-5. Ja. Ja, und Prototyp dabei. Im Vergleich zu einer normalen 3 Zoll. 10-10. Arbeitstitel des Prototyps derzeit Heckflosse. Ja, sieht so ein bisschen aus. Zeige ich euch gleich. Und dann machen wir mal einen kleinen Talk. Was ist denn eigentlich eine geile Feder für 3D? Hier, die tückischen Enden, ne, von unten ungefähr so breit, also hoch, wie ein belegtes Brot. Und was wir hier sehen, ist natürlich dann der Klassiker. Man schießt am meisten drüber oder drunter. Anspruchsvoll. Ja. Wir wollten heute ein bisschen über Federnformen sprechen im 3D. Also wir suchen eine Feder, die schnell stabilisiert und auf längere Distanzen trotzdem gut fliegt. Ja. Weil wir haben beim 3D natürlich unterschiedlich weite Schüsse. Herr Frank, du schießt jetzt tatsächlich einen Recurve mit Pfeilauflage, ne? Zeig mir vielleicht mal. Das heißt, da hat er die Option, im Prinzip kannst du Naturfedern oder Plastikfedern schießen, ne? Und du hast dich jetzt für, das sind das Spinwings entschieden. Spinwings von Elevanes. Und die sind ganz geil, ne? Eigentlich nur Papier, da ist wirklich nichts dran. Die sind super leicht, ne? Ja. Das ist halt geil. Das Gute, weil die nicht so strack sind. Dadurch halte die auch ein bisschen länger, auch wenn sich der Pfeil mal eingräbt. Die gebe ein bisschen nach einfach. Ja. Klar, irgendwann sind sie auch mal, da reißt auch mal eine ein bisschen weg. Ja. Ja, da fehlt halt auch mal ein Stück. Ja. Aber Haltbarkeit ist trotzdem okay. Ja. Dann sind sie super leicht. Und ich kann es mal gar nicht mal zeigen. Die Idee ist natürlich, dass du durch diese Spin, also durch diese gedrehte Form, ne, dass du eigentlich die Fläche der Feder vergrößerst, ohne dass du das Profil der Feder zu hoch machen musst, ne? Oder dass die Feder zu lang wird. Das ist natürlich ein geiler Scheiß. Jetzt, das schießen olympische Recurver super gern. Ich denke halt, Vorteil ist, die Steuerungswirkung ist cool, das Gewicht ist gering, die Haltbarkeit ist gut. Du brauchst natürlich ein Pfeil-Setup, dass der möglichst eigentlich gar nicht mehr hinten die Pfeilauflage berührt. Ne? Ja. Dann ist es perfekt. Was ich gemerkt habe, ist auch die Geschwindigkeit. Dadurch, dass ich sehr, sehr leichte Pfeile schieße, ja, merkst du es auch an der Geschwindigkeit. Leicht. Also ich habe einfach gemerkt, auch von der Höhe, ja, bei 55 Meter max, dass ich ungefähr 20, 25 Zentimeter mehr Höhe rauskriege. Du kriegst, genau, der, ja, Pfeil trägt länger, dann, auf, ja, längere Distanzen. Ja, ne? Das segelt halt mehr. Der, genau, das sind natürlich viele Vorteile, ne, muss man schon sagen. Also Haltbarkeit, Wetter wäre auch egal, ne? Also bei, ja, Naturfedern natürlich, ja, die neigen bei Feuchtigkeit schwerer und flacher zu werden, fliegen also anders, hast du da auch nicht. Ne? Ja. Das ist natürlich irgendwie ziemlich cool. So. Also eine Option, ne? Mit Pfeilauflage wäre das eine Option. Mit Pfeilauflage, ja. Ja, ohne bräuchte, also ich sag mal, wenn man über Shelf schießt, zeigt man auch noch gleich nochmal, dann hast du ja eigentlich immer Naturfedern drauf. Wobei ich neulich auch... Geht auch ohne, also habe ich jetzt auch schon erlebt, dass Leute ja, zum Beispiel normal richtig die harten Fletche schießen über Shelf
Weil je nachdem, wie der Pfeil, wie steif er ist, geht er ja sowieso hinten weg und kommt kaum noch dran. Wenn er perfekt abgestimmt wäre, müsste er ja mit dem Heck in dem Moment, wenn er am Shell vorbei will, müsste er ja rausgehen, ne? Ja. Müsste sogar gegen... Ja. Bei mir ist es das Gegenteil, weil ich extremes Setup schieße. Das sieht man auch am Abrieb von der Tinte, die ich die Vanes anmale. Ja. Bei mir liegt dahin wirklich dagegen und das geht halt auch nur, wenn ich mit einem Button das einstellen kann. Ja. Button macht das Leben leichter. Mit dem leichtes Setup, ich habe das extrem. Tausender Pfeile mit 4, 35 Pfund. Ja, ist knaller. Ja. Hast du mal gemessen, wie schnell du bist? Ja. Sieht aber schnell aus. Also ich finde es schnell. Also, vor allem quäle ich mich nicht mit vielen Pfund. Ja, das ist geil. Also es reicht für mich, ist okay. Nee? Ja. Nee? Bin zufrieden. Geile Idee, finde ich cool. Ja. Und hier, Alex aus unserer Gruppe heute, schießt eine Vierer-Befiederung. Drehen wir den Pfeil. Also statt 3 Federn, was so der Klassiker wäre, eigentlich an 4. Und relativ lange eine Sonderform, würde ich sagen. Was ist denn das? Eagle, 4 Zoll. Eagle, also der Adler. 4 Zoll Adler, also Adlerform. Ich glaube, die Idee von einer Vierer-Muster ist ja, dass der Pfeil im Prinzip noch besser stabilisiert. Ne? Ja. Und wie ist das dann, wenn du lange Distanzen schießt? Merkst du, dass die dann schon stark bremsen? Hast du mal verglichen? Mit dem, was ich vorher hatte, mit der 3-fach-Befiederung, kaum. Okay. Ja. Also hast du gar nicht auf lange, also sag mal auf unsere 3D-Distanzen, die sind ja nicht so lang. Ne? Ich habe es nicht ausgeschossen. Nee. Also gefühlt merke ich kaum einen Unterschied. Okay. Also ein bisschen größere Federn oder ein bisschen mehr Federn ist gar nicht, macht an der Flugkurve zumindest mal gefühlt gar nicht so ein großes Ding. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eigentlich gut ist, wenn der Pfeil schnell stabilisiert und dann halt gerade fliegt, dass die Federn möglichst wenig steuern müssen. Und dann bremsen sie eben auch weniger, wenn sie weniger steuern. Also du hast ja immer die Auswahl, ne? Schieße ich kleine Federn, nehme ich in Kauf, dass der Pfeil erst nach einer gewissen Strecke stabilisiert und bis dahin aber auch stark gebremst wird, ne? Weil er hinten wedelt. Ja. Hab dann aber den Vorteil, dass er auf lange Strecken natürlich dann wenig gebremst wird. Ist geil. Das andere ist natürlich, wenn du einen Pfeil hast, der schnell stabilisiert, dass der dann eben auch ab dem Punkt kaum noch gebremst wird. Ne? Also man kann gar nicht sagen, man kann sicherlich messen, es ist sicherlich messbar. Ne? Aber ich sag mal, wir schießen ja hier alle mit einem Recurve. Ne? Das heißt, da gibt es auch, ich sag mal, das Entscheidende ist ja, also die ist ja dann eigentlich die gefühlte Wahrheit. Ne? Also treffe ich auf die kurzen gut, weil der Pfeil stabil fliegt, bringt viele Punkte. Und auf die langen ein bisschen mehr Drag, wie die Amerikaner, also ein bisschen mehr Bremswirkung hinten von den Federn, ist dann vielleicht gar nicht so das Ding. Ne? Also auch eine Option, auch eine coole Entscheidung irgendwie. Bei stärkerem Wind ist er ein bisschen auffälliger, okay. Habe ich gefühlt. Okay, wird da hinten rumgeweht, ne, ja. Vom Wind. Und die Clearance scheint gut zu sein bei dir. Du hast überhaupt keinen Abrieb an der Federn. Ne? Also du schießt ja über Shelf. Ja. Aber du hast keinen Kontakt hinten mit der Federn. Ne? Wenig. Könnte man direkt überlegen, ob man weniger Federn schießt. Ne? Wenn das Bein und das alles gut passt, ne? Das bin ich noch am Probieren. Bist du noch am Probieren? Ja, ja, ich bin hier noch am Testen mit spitze Gewicht und also. Wir alle sind am Probieren. Nur dass man mal ein Gefühl kriegt dafür, wie steil das hier wirklich ist, das ist sehr bär. Na, guck mal, nur ein Kill, ne? Hallo. Mit dem Norbert, den ich so mag. Der übrigens damals das TRB-Regelwerk beim DFBV mitgeschrieben hat. Stimmt's? Das stimmt. Und das heißt, die Bogenklasse Traditional Recurve verdanken wir zumindest mal deiner Mithilfe. Ne? 2009, damals noch mit dem Kalle, ne? Mit dem Fachwart, traditionelle Bögen, mit dem Karl-Heinz Hörnig, genau, mit dem Kalle. Und mittlerweile ist ja ILF erlaubt und Bogenlänge egal. Ich glaube, früher war, wie viel 64 Zoll Bogen war Maximum oder 2? Was waren eigentlich? 64. 64. 64, mediterraner Griff. Ja, eigentlich nur Holz. Ja, das waren so die wesentlichen Unterschiede, ne, zu den anderen Bögen. Genau. Und, habt ihr Holzpfeile damals geschossen? Nee. Nein. Nein, nein. Nee. Also es ging mal los in anderen Klassen, also Bohunderliga mit Pfeilgewicht, 450 Grain.
Ja, so ging es mal los, aber... Stell mal vor, ey, da schießen wir heute die Hälfte, ne? Ja, und dann, aber dann 2010 dann, wie gesagt, ganz normal, ja, Carbon, Befiederung. Deswegen, ich wollte es noch sagen, weil, ne, das ist oldschool, ne? Wir sind jetzt hier, jetzt machen wir eine Reise durch die Zeit und nehmen den Klassiker auf, die 3 Zoll Parabol, die ich auch sehr, sehr gerne schieße. Ja. Du schießt sie ja mit einem bisschen Drall. Kann man das mal von vorne zeigen? Hast du nicht Sorge, dass der zu stark bremst? Nein, also mein Bogen ist so schnell, da bremst eigentlich nichts. Also meine Meinung ist, stabilisiert es vielleicht ein bisschen besser. Ja. Ja, aber gut, heute wird es vielleicht auch anders mal machen oder zumindest mal probieren. Aber er fliegt gut. Er fliegt gut, und das ist die Hauptsache. Ne? Naja, die Rotation macht ja auch, dass er im Prinzip noch schneller stabilisiert. Ne? Also man möchte, dass der Pfeil schnell stabilisiert und dann auf die weiten Strecken nicht zu stark gebremst wird. Ja. Die Rotation hilft total. Ich meine, 3 Zoll ist ja auch, ist ja jetzt nicht riesig groß. Ne? Es ist ja eigentlich die, genau die Mittelklasse zwischen 2 und 4 Zoll, sag ich mal, was so geschossen wird. Das ist ein Kompromiss, ne? Genau. Viele schießen 4 Zoll, auch noch bei den traditionellen Bögen, ne? Auch mal 5 Zoll, aber das sind eher so die Fleisch-Holzbogenklasse. Ja. 4 Zoll, 2 Zoll ist zu wenig, definitiv. Ja, einfach, da musst du so sauber schießen. Ne? Ja. Deswegen 3 Zoll ist eigentlich ein sauberer, ein guter Kompromiss. Finde ich auch, schieße ich auch unheimlich gerne. Die Rotation kommt ja bei Naturfedern aus zwei Gründen. Also die Oberfläche der Feder ist ja auf der einen Seite mehr wie auf der anderen. Ne? Auf der Unterseite ist die ja wie so gezackt. Ne? Ja. Und das heißt, du hättest da ja sowieso durch den Flug und durch den Gegenwind so eine Art Unterdruck, der den Pfeil eh rotiert. Ja. Und das verstärkst du jetzt noch durch ein bisschen Rotation. Ne? Also ich denke auch, Rotation ist eigentlich geil. Bei den 3 Zoll Federn habe ich jetzt nicht mit Rotation aufgeklebt. Die fliegen auch gut. Ich habe jetzt die 2 Zoll mit dem höheren Profil am Start noch und die habe ich mit einem bisschen Rotation auch drauf gemacht. Okay. Also weil ich finde schon, diese Rotation finde ich geil. Bei 3 Zoll wäre es mir halt einfach durch diesen doppelten Effekt, ne? Du hast viel Federfläche unten, die eh schon zieht. Ja, ja. Müsste man mal probieren, ne? Aber bei den 2 Zoll fühle ich mich da ziemlich geil. Weil der Unterschied, wenn wir nochmal einen Pfeil zeigen können, der Unterschied ist halt, wenn ich jetzt von hinten drauf schaue, ne? Bei deiner kann man da quasi gar nicht durch die Federn durchgucken. Was ich meine? Ja. Das heißt, die machen im Prinzip die machen im Prinzip zu. Ne? Ja. Und bei den kürzeren, weil meine jetzt kürzer sind, die ich da ausprobiere, haben sie zwar Rotation, aber man kann eben auch noch durchgucken. Ja. Ja. Obwohl sie ziemlich viel Trall mitgeben. Ne? Also Stabilisierungswirkung ist ganz gut. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe das Profil höher gemacht. Ne? Wenn wir den Pfeil mal so zeigen von der Seite. Ja. Die Höhe der Feder ist einfach mehr. Also eben auch mehr wie bei der... Wie sehr der, hoch und vielleicht zur Länge. Genau, Hochprofil. Ne? Genau, Hochprofil. Ja. Wir sind weiter auf der Suche nach der perfekten Feder für 3D. Hallo, Thomas, du hier! Die Jungs kommen, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Auch geil. Regen. Der nächste Härtetest für die Federn ist auch geil. Machen wir gleich was zu. Ah, jetzt haben wir einen Salat. Ne? Den Regenguss haben wir mit der Pause zwar gut überbrückt, aber trotzdem ist alles nass geworden vorher. Jetzt ist natürlich die große Frage, was machen wir mit den Federn, wenn es regnet? Ne? Aber ich habe da jemanden im Auge. Alles cool. Der wird uns das schon erklären, der Gunda. Gunda schießt länger Bogen als wir alle zusammen und hat schon so ein paar Tricks drauf. Ich habe ja heute so ein bisschen mal geguckt, was alle schießen für Federn. Du schießt jetzt tatsächlich eine 4 Zoll. Selbstgeschnitzte. Selbstgemachte. Die ist ganz flach, aber gerade drauf. Ganz leicht. Ganz leicht. 1-2 Grad. Fast gerade. Stabilisieren, wahnsinnig schnell. Ja. Ja. Du hast halt einfach lange Feder, heißt auch viel Fläche, also gute Führung. Gute Führung. Und warum hast du sie so flach gemacht? Die Federn? Dass sie nicht so sehr bremsen. Also hast du quasi niedriges Profil. Mit dem mit der Kombi längere Feder. Ja, die fliegen auch gut, muss man auch sagen. Ne? Das ist fast die 3K dran. Der Unterschied ist ganz einfach, dass sie genauso schnell stabilisieren wie eine hohe Feder, aber auf die Länge nicht so sehr bremsen. Meinst du, dass ein hohes Profil auf die Distanz mehr bremsen würde? Ja. Ja. Kacke, wahrscheinlich hast du recht. Ich habe vorher 4 Zoll Parabol geschossen. Ja. Und 4 Zoll Shield. Ja. Und da war der Nullpunkt wesentlich höher. Okay.
Also ich musste höher anhalten, um auf den Nullpunkt zu kommen. Das heißt, deine, mit einem niedrigeren Profil tragen sie besser auf die langen Distanzen. Das kann natürlich auch sein. Ne? Aber selbst für die Halle-Runde ist es so, dass sie also sehr, sehr schnell stabilisieren und selbst Lösefehler noch stark korrigieren. Das macht halt die Länge, ne? Ja. Du hast viel Fläche und trotzdem hast du im Prinzip eine schöne, also von vorne, das ist natürlich klar, ne? Wenn du jetzt den Pfeil dir von vorne anschaust, wie der Wind ihn ja auch sieht, der Gegenwind, ne? Da ist da kaum Feder von vorne. Ja. Ja, während jetzt aber immer noch genügend und genau. Wenn man jetzt den Parabol nimmt, ja. Das hier ist ein Saubuckel. Ja. Oder war ein Saubuckel. Ja. Nochmal flacher gemacht. Der ist vorne höher. Ja. Und der Parabol ist vorne noch etwas flacher, sodass die Strömung in den Pfeil einfach noch günstiger ist. Ja, verstehe. Ja, interessant, ne? Was so Details ausmachen. Also alleine, dass das hier vorne an dem Teil von der Feder, dass das steil ansteigt versus hier so einem relativ flachen Winkel hochgeht, ne? Ja. Schon das merkt, weil klar, ein steiler Winkel verstrudelt mehr. Ne? Ja. Ist klar. Und der bin ich überzeugt davon. Dieser flachere sorgt auch mehr für den Drall. Der nimmt einfach den Wind besser auf. Ja. Ja. Also den Windwiderstand nimmt er einfach besser auf. Das merke ich auch, wenn ich bei Wind schieße und gut wegkomme, ist der steile, ist unruhiger, immer unruhiger wie der. Also zu steiles Profil ist auch nichts. Ne? Ja. Verstehe. Und nochmal mit dem Ballistol, das ist doch eigentlich, ist das nicht ein Waffenöl zum Reinigen von Schusswaffen oder so? Ja, aber da gibt es nochmal ein, fällt mir jetzt leider der Name nicht ein, aber es gibt ein spezielles Imprägniermittel von Ballistol. Du siehst ja, die waren jetzt die ganze Zeit im Regen, da ist nichts dran. Ja, an deinen ist nämlich nichts dran, ich wollte gerade sagen, die sehen aus wie neu. Ja, da ist nichts dran. Da kannst du im voller Regen laufen, die werden nicht nass. Da sind welche dabei wie der hat schon 5000 Schuss. Der ist halt schon ein bisschen verfranzelt. Ja. Aber er liegt immer noch schön. Der liegt immer noch genau, also so wie er halt liegt, ne? Ja. Ja, das, danke, dass du ein Stück aus deiner langen Erfahrung mit uns geteilt hast. Und dann doch lieber flacheres Profil. Also ich mache ja gerade mit diesem hohen Profil rum. Ne? Ich finde, die fliegen auch, die stabilisieren auch gut und schnell, ne? Weißt du? Ja, aber du hast ja nur 3 Zoll oder 2,5 Zoll. Ich habe 2. Ne? Oder 2 Zoll. Ja. Dann brauchst du natürlich eine hohe Fläche für die Stabilisation. Ja. Aber es ist halt dann wieder auf weitere Entfernungen ist die Gefahr, dass er zu sehr bremst. Das muss man nochmal rausfinden. Das müssen wir nochmal rausfinden, weil wir schießen im 3D natürlich viele kurze Distanzen, wo du willst, dass er schnell stabilisiert. Ja. Aber eben auch ein paar, wo du willst, dass er trägt. Ja. Wenn der vorm Ziel an 5 Meter vorher anfängt und fällt wie hier. Also ich habe jetzt einen 30 Pfund Bogen. Ja. Und ich bin jetzt bei 50 Meter, bei einer 1,20 Meter Scheibe, bin ich oben auf dem Rand. Wo du anhältst? Wo ich anhalte. Ja, okay. Ja gut, da hängen viele Sachen dran mit Ankern und so, ne? je nachdem wie man schießt und so. Ja gut, das ist halt dann schon direkt der Untergriff, ne? Ja. Aber da fliegt ja immer noch einwandfrei, immer noch wunderbar. Ja. Vielleicht ist die Antwort lang und flach. Ne? Auf jeden Fall sind sie die den Regenguss eben am besten überstanden haben. Ne? Also das ist jetzt auch nicht unbedingt meine Erfindung. Nee. Ich habe das gesehen vom Jack, wie heißt der, Kaczynski? Ja, Kaminski. Kaminski, ja. Ja. Und der hat sich die mit dem Federburner gebrannt. Und hat der auch flach, schießt der flach? Der schießt vom Prinzip her die. Aber der schießt sie aus der ganzen, der macht sie aus der ganzen Feder. Ja. Der hat sich den Draht so gebogen, wie er sie haben will. Ja. Und brennt sie so runter. Ja, verstehe. Ja? Aber die sind auch nur 8 bis 10 mm hoch. Und der hat dann, sieht man auch auf YouTube, dass die Pfeile, also mit der Highspeed-Kamera, wie schnell dass die stabilisieren, auch dass dieses Archery-Paradox geringer ist. Dass die gar nicht so weit ausschlagen beim um den Bogen rumwinden. Ja. Ich verstehe. Schneller aufnehmen, die Geradheit schneller aufnehmen. Und er hat es da gezeigt, also es war wunderbar, ich war so begeistert. Ja, geil. Habe aber leider keinen Federburner. Dann habe ich mal selbst was gebaut, um die zu kürzen und bin so auch wieder hingekommen. Ne? Geil. Ja, wenn der flache schießt, schieße ich hohe. Ist ja auch klar.
Ja. Wir sind am vorletzten Ziel. Und die Recken sich Richtung Feierabend, hätte ich fast gesagt. Aber wenn du 5 Zoll weiter Entfernung bremst. Ja. Das kann man eigentlich feststellen für den heutigen Tag. Ja. Ansonsten ist aber auch, es gibt kein Fazit, das ist der Punkt. Ne? Wenn du nur kurze Distanzen schießt, dann hast du halt mit einer großen Feder einen Vorteil. Und an einem Tag wie heute, jetzt in der Nachschau, muss man sagen, für 3D, hatten wir einfach viele relativ kurze Distanzen. Ne? Da ist das Ganze, da ist nämlich das Ganze philosophieren über Aerodynamik auf lange Distanzen, bestenfalls eine Randnotiz. Vielleicht muss man sehen, die Kombination aus Feder, Federlänge, Höhe und Pfeilgewicht. Das spielt da irgendwo auch eine Rolle. Wie meinst du das? Jetzt ist er auch noch Ingenieur, das stimmt aber. Ja. Natürlich, du hast, also je schwerer der Pfeil, ne, desto weniger Effekt hätte eine große Feder, da sie ihn bremst. Weil er einfach mehr Masse beschleunigt ist. Das ist klar. Und auch, und das spielt ja auch noch mit rein. Das heißt, man kann nicht wirklich, das sage ich ja, es gibt kein Fazit. Es gibt nur Zusammenhänge, die man erklären kann. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem sehr leichten Pfeil schieße, dann macht die Federgröße mehr, vor allem auf lange Distanzen, dass sie ihn bremst. Auf kurze Distanzen und an einem Tag wie heute, also jetzt mal ohne Witz, wir haben immer schon vom hinteren Block geschossen, obwohl wir eigentlich vom vorderen hätten schießen sollen, weil es uns zu kurz war. Wenn du so im Schnitt 20, 25 Meter schießt an so einem Tag und dann mal 3, 4 Schüsse dabei sind, die über die 40 hinausgehen, dann musst du dir um die Federgröße, dann würde ich sagen, lieber ein bisschen größer, dann hast du auf die kurzen Distanzen nämlich Sicherheit, dass der Pfeil auch rechtzeitig stabilisiert ist. Ja, und dieses ganze der ganze Optimierungsdiskurs, was ist die perfekte Feder, die gibt es sowieso nicht, weil es je nach Einsatzgebiet und Pfeilgewicht und bin ich in der Halle, schieße ich vielleicht Feldbogen, wo es richtig weit ist zum Teil. Ja. Kombination halt mit Spitze, ne? Wenn man jetzt kleine Federn hat, kleine Federfläche. Ja. Ja, und dann eine schwere Spitze. Das geht auch gut. Dann treibt die Spitze mehr, als was die Feder einen Einfluss hat, sprich stabilisiert oder nicht stabilisiert. Ja, was du meinst, ist ja der Front of Center, ne? Der Schwerpunkt vom Pfeil. Ja. Wenn der weit vorne liegt, wenn der Front of Center weit vorne ist, dann haben kleine Federn natürlich auch einen großen Effekt, weil sie gut steuern und eine große Feder brauchst du gar nicht. Wenn der Front of Center mehr so in der Mitte vom Pfeil ist, brauchst du halt große Federn. Ja? Also auch wieder so ein Ding. Ne? Also wenn ich jetzt leichte Spitze schieße, dann brauche ich halt große Federn. Ich habe jetzt zum Beispiel eine relativ schwere Spitze drin. Ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht mit der Federgröße kleiner gehe, weil was ich jetzt merke ist, die Clearance ist gut. Ne? Also ich habe weniger Abrieb an den Federn im Zusammenspiel mit der Pfeilauflage. Ja. Ist auch irgendwie geil. Ne? Ja. Und damit glaube ich tatsächlich, das Fazit ist, ne? Finde dein Glück. Also es ist nicht... Probieren und studiere. Genau. Probieren und studieren. Ja. Und wir alle sind auf dem Weg. Wie im richtigen Leben. So wie im richtigen Leben. Probieren geht über studieren. Das stimmt. Ja. Es wird dunkel. Wir machen für heute Schluss. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns in einem der nächsten Filme wieder. Bis dann.